begrüße dich ganz herzlich hier zu einem weiteren Mentalvideo in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ich bin ein weiteres Mal nominiert für den Liebster Blog Award, diesmal über den Newsletter von der lieben Natascha Zimmermann, die sich auf die Fahne geschrieben hat, fühl dich pudelwohl. Und der Liebster Blog Award ist eigentlich etwas gedacht dazu, um Blogger untereinander, miteinander zu vernetzen, um sich einfach bekannter zu machen. Also es geht eigentlich darum, die Fragen, die man da in diesem Award einfach gestellt bekommt, schriftlich zu beantworten. Aber ich habe mir gedacht, da sind ein paar Inspirationen dabei, die dich bestimmt auch interessieren und deshalb eben auch kurzerhand die Beantwortung der Fragen zum Liebster Blog Award auch hier auf dem YouTube-Kanal für dich. Okay, die erste Frage ist, was siehst du als deine Lebensaufgabe? Ja, was sehe ich als meine Lebensaufgabe? Ich sehe es als meine Lebensaufgabe, ein Energiespender zu sein. Zunächst mal für mich selbst, für meine Kinder, für meinen wundervollen Partner, also für meine wunderbare Familie und auch Energiespender zu sein, für die Menschen, die zu mir geführt werden, um eben aufzuzeigen, dass wir jederzeit in der Lage sind, uns unsere Realität so zu erschaffen, wie wir es wirklich vom Herzen her möchten. Dass wir dazu einfach die Denkrichtung ändern, die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenken und diese ganzen Blockaden und Prägungen und der ganze Kram, um es jetzt kurz zu fassen, einfach ablegen. Und als weitere Lebensaufgabe sehe ich es aber auch, das Dasein hier auf Mutter Erde in vollen Zügen zu genießen, ein großes Ja zum Leben zu sagen, möglichst viel im Augenblick zu sein, ja, und einfach mich des Lebens zu erfreuen. Die zweite Frage, was ist dein persönlicher Motivator? Gute Frage, was ist mein persönlicher Motivator? Also, ein Motivator ist ja immer etwas, was einem Energie gibt. Was einen antreibt, mehr von dem zu machen, was man macht. Und da ist es mein Motivator, einfach zu sehen, wie ich mein Umfeld, wie ich Menschen auch anstecken kann, auch über die Praxis, über die mentalen Gesundheitspraxis, im Coaching, in der Beratung, mit Lebensfreude, dass ich einfach aufzeigen kann, dass man sich der jetzigen Situation nicht muss ausgeliefert fühlen, sondern dass man jederzeit der Schöpfer und Erschaffer der eigenen Lebenswirklichkeit ist und das, was da einfach zurückfließt, und da spreche ich jetzt noch weniger von finanzieller Energie, sondern diese strahlenden Augen, die mir dann einfach nach einer Weile zurückgebracht werden. Das ist für mich der Motivator, in der Richtung weiterzumachen. Und wenn ich die Familie auch mit ins Boot nehmen kann und mit Lebensfreude anstecken kann und da ein Strahlen in den Augen der Kinder oder auch ein Strahlen in den Augen meines Mannes sehe, das ist für mich auch ein Motivator, weiter auf diesem Weg zu gehen. Und so mache ich mir auch tagsüber manchmal ja, in ein freudvolles Spielchen draus, mal unterwegs zu sein auf der Straße und mal ganz bewusst Menschen anzuschauen, die so wirklich trist und trüb drauf sind, mal ganz lieb und nett anzulächeln und mit der mentalen Ausrichtung sie auch mit Freude anzustecken. Das ist auch ein weiterer Motivator. Das macht einfach Freude, das macht Spaß. So fließt das ja alles auch nochmal zu einem selbst zurück. Okay, die dritte Frage. Was willst du in deinem Leben unbedingt noch erleben? Was will ich unbedingt noch erleben? Ich habe mich auf den Weg gemacht, jetzt mein Business in der Richtung weiter zu forcieren, dass ich ortsunabhängig sein kann. Wenn mir heute das Wetter in Deutschland nicht mehr gefällt, dass ich mit meinem Mann und auch, wenn es denn ja, der Fall sein sollte, die Kinder sind ja schon im fast Erwachsenenalter, dass wir einfach sagen können, okay, wir verschwinden jetzt einfach mal für ein paar Wochen in südlichere Gefilde. Das ist etwas, was ich nicht nur unbedingt noch erleben möchte, sondern eben auch erleben werde, weil das mein ganz klares Ziel ist, das ich vor Augen habe und auf diesem Weg einfach bin.
Die vierte Frage: Wovor hast du am meisten Angst? Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt sage, ich habe im Grunde genommen gar keine Angst, dann klingt das irgendwo ein bisschen seltsam. Ich bin dennoch ein großes Stück weit angstfrei. Ich möchte auch hier jetzt nicht irgendwelche Energien in eine Richtung lenken, was alles Schlimmes passieren könnte, dass ich davor Angst habe, weil ich einfach so ein tiefes Urvertrauen ins Leben habe, dass das Leben es gut mit mir meint, zu jeder Zeit. Das heißt natürlich nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass auch bei mir mal es Momente gibt, wo auch mal Tränen fließen, wo ich auch mal traurig bin und wo ich auch mal schlecht drauf bin und dann einfach mal die Tränen fließen lasse. Aber tief in meinem Herzen, und das meine ich mit Urvertrauen, weiß ich auch, dass das Universum mir nur die, um es jetzt mal Schicksalsschläge, wenn dann in der Richtung noch was unterwegs zu mir sein sollte, nur das schickt, was ich einfach auch verkraften kann. Und so gesehen habe ich im Grunde genommen vor nichts Angst. Weil wenn man sich das vor Augen hält, dann gibt es keinen Grund, Angst vor irgendetwas zu haben. Es kann einem im Grunde genommen nichts geschehen. Man ist im Grunde genommen immer geschützt, so gesehen. Ja, mehr kann ich zu diesem Thema, zu dieser Frage eigentlich gar nicht sagen. Also ja, ich habe im Grunde genommen vor nichts Angst. Die nächste Frage. Angenommen, du musst deine Wohnung, dein Haus sofort verlassen, weil es brennt. Es könnte alles vernichtet werden. Was würdest du mitnehmen? Du darfst nur eine Sache wählen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die ganze Familie steht schon draußen und ist in Sicherheit. Das ist natürlich oberste Priorität. Was ich da mitnehmen würde, wäre mein Laptop, um einfach noch die Daten, die ich da habe, zu retten. Aber ansonsten, so banal das klingt, würde ich mich auf den Neuanfang ausrichten und mich daran erfreuen, dass wir alle einfach in Sicherheit sind und ja, dass es weitere Lichtblicke dann geben wird auf einem weiteren neuen Weg. Klingt jetzt wiederum ein bisschen krass, ja, aber ist auch so. Was würdest du deinem siebenjährigen Ich sagen, wenn du jetzt die Möglichkeit dazu hättest? Ich nehme an, die Natascha meint da mit dem siebenjährigen Ich das kleine Kind in einem, das in jedem von uns innewohnt, ganz gleich, in welchem Alter wir uns derzeit befinden. Und so würde ich meinem siebenjährigen Kind sagen, wie wunderschön es ist, wie einzigartig es ist und dass es weiter auf dem Weg seines Herzens bleiben soll und darf und dass es sich ja, so ein bisschen à la Pippi Langstrumpf seine Realität so erschaffen darf und seine Welt sich so erschaffen darf, wie sie ihm gefällt. Die siebte Frage: Wofür bist du in deinem Leben dankbar? Ich bin dankbar für mein Leben überhaupt. Ich bin dankbar für den Weg, den ich inzwischen für mich gefunden habe. Ich bin dankbar für meinen wunderbaren Partner. Ich bin dankbar für meine wundervollen Kinder. Und ich bin dankbar für all das, was ich habe, was ich in mir trage. Und damit meine ich in erster Linie die immateriellen Dinge, also die Werte, die wir in uns haben. Ich meine weniger das, was alles an materiellen Dingen mich im Außen umgibt, da bin ich ja ganz arg sowieso derzeit im Loslassprozess. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für jeden neuen Tag, den ich begrüßen darf, den ich verbringen darf, für jeden neuen Moment, für jeden Augenblick einfach und übe mich ganz arg darin, so viel wie möglich im Hier und im Jetzt zu sein. Ich bin dankbar für Mutter Erde, die mich nährt und trägt, für das leckere Essen, das ich tagtäglich zu mir nehmen darf, womit ich meinen Körper, meine Zellen nähren darf. Ich bin einfach dankbar für alles, was mich umgibt. Die achte Frage: Was liebst du an dir selbst? Oh, dann wird es ein bisschen schwieriger schon, sich einzugestehen, was liebt man an sich selbst. Also ich habe Momente, wo ich in den Spiegel schaue
und mich selbst ganz toll finde. Da gibt es natürlich auch schon mal Momente, wo ich denke, das könnte anders sein, das könnte anders sein, aber dann ändere ich auch gleich nochmal die Denkrichtung, schaue mich liebevoll an und mache mir nochmal bewusst, wie jeder von uns einzigartig ist, dass auch ich einzigartig bin und ja, was liebe ich an mir selbst? Ich liebe mich im Grunde genommen so, wie ich bin, selbst. Und so habe ich gelernt, das war natürlich auch ein Prozess die letzten Jahre, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, als vollkommene, wunderbare, einzigartige Frau, um es mal so auszudrücken. Die 9. Frage. Angenommen, du hast die Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen. Wohin würdest du reisen und was würdest du tun? Da fällt mir ganz spontan ein Trip ein, den ich vor vielen Jahren mal gemacht habe, quer durch die USA. Wir sind gestartet in New York, quer durch bis nach San Francisco. Und ja, dahin würde ich gerne nochmal zurückreisen. Das steht auch irgendwann in der Zukunft nochmal auf dem Plan. Und da würde ich natürlich jetzt ad hoc meine Familie mitnehmen, meine Kinder und meinen Mann und diesen Trip da einfach nochmal gemeinsam machen. Die 10. Frage. Wenn du dir eine Superkraft für dich aussuchen könntest, welche würdest du wählen? Eine Superkraft für mich aussuchen. Da bin ich zunächst mal ein bisschen ratlos, was mit Superkraft gemeint ist. Also die Superkraft, es ist ja schon mal im Grunde genommen die Lebensenergie, die uns umgibt, die Lebenskraft, die uns umgibt, die auch in uns drin ist, die ist ja immer da. Das Thema ist nur, dass ich mich ihr bewusst öffnen darf. Und so gesehen brauche ich keine neue Superkraft auszuwählen, sondern mir nur bewusst zu machen, dass diese super Lebenskraft, die super Lebensenergie da ist und sie annehme und weiterfließen lasse. Ganz simpel und einfach. Die 11. Frage. Wenn du einem neugeborenen Kind einen einzigen Rat geben könntest, welcher wäre das? Einen einzigen Rat geben. Bleib bei dir selbst und lass dich nicht von dem Außen beeinflussen. Bleib bei dir in deiner Mitte und hab immer den Mut, auf dein Herz zu hören. Ja, das waren die Regeln, die Fragen zum liebsten Avat, die ich gerne mit dir auch hier im Video geteilt habe. Ich glaube, es waren auch ein paar inspirative Gedanken für dich mit dabei. Ich wünsche es mir auf jeden Fall, dass ich dich da auch ein bisschen mitnehmen konnte und ein bisschen inspirieren konnte. Wenn es dir gefallen hat, gern einen Daumen hoch. Ich freue mich. Freue mich natürlich auch über, ja, vielleicht magst du ja selbst auch mal die Fragen aufgreifen und hier unter dem Video kommentieren. Ich werde auf jeden Fall drauf eingehen. Wenn du noch Fragen hast, ich werde dir auf jeden Fall gerne auch ein paar Tipps geben. Also einfach auch unter dem Video kommentieren. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für dein Dabeisein. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.